geht, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns beiden. Gedacht, warum nicht heute einfach vloggen, warum nicht zeigen, wie wir Sushi machen. Wir machen nämlich heute wieder Sushi, beziehungsweise Saskia und unsere Geschwister. Ja, wir sitzen hier. Das ist Saskia. Ich gehe jetzt erstmal runter. Ja, warte, ich will erstmal was sehr Wichtiges. Obwohl, ich habe, glaube ich, das wollte ich zeigen. Und zwar meine Geburtstagsgeschenke quasi. Einmal habe ich hier diese Ablage bekommen, wo ich jetzt mein Laptop draufstellen kann, was ich heftig geil finde. Dann habe ich diese weltüberragende Lampe bekommen. Tageslichtlampe finde ich auch einfach nur geil für den Workflow. Also ohne Spaß. Wenn ihr oft am PC arbeitet, hier die ist sogar lichtverstellbar, also ist jetzt gerade keine Werbung, falls ihr das sehen, das habe ich einfach geschenkt aber wir bekommen. Können euch trotzdem Affiliate-Link dazu nehmen. Ja, genau. Auf jeden Fall, wenn ihr viel am Laptop arbeitet, beziehungsweise am Schreibtisch, dann ist es immer besser, wenn ihr ein bisschen nach oben guckt, beziehungsweise nicht immer so nach oben gucken müsst, wie euren Nacken. Ist das schon plus, gezeigt? Dieses Mauspad, das ist das geilste, das hat Arthur auch. Schön viel Fläche, einfach eine Welt überragend. Guck dir das was gibt's Bild noch? Und hier genau, das Bild von Vika, auch richtig schön, hier ist gerade, yes. Mega geil, also hier alle Bilder sind von Vika, die hier so rumhängen und selbst gemalt sind. Genau, von Catrice bin ich immer, ich zeige das einfach alles. Komm. Von Catrice habe ich diesen Protein-Riegel bekommen, ich bin gespannt, wie der schmeckt. Diese Pizza, mach mal auf. Da kennt sie nichts. Geil. Das von meinem Hermano Maxi und das von meinem Hermano Benjuki. Auf jeden Fall, Juki, Alter. So viel zu meinen Spitzen, ich glaube, niemand weiß, wie er wirklich heißt. Benjamin heißt er eigentlich. Ich habe ihn auch Bench und so gemacht. Bench, einfach Bench, so man denkt Benchpress so gefühlt. Genau, auf jeden Fall, das sind so meine Geschenke. Und der Workflow hier, ich schneide das erste Video heute da, ist einfach nur Weltklasse. Sehr gut, komm, wir gehen erstmal runter, gucken, okay. Was die da machen. Welcome to my crib. Kommt mit, Freunde. Ich zeige euch jetzt, wie es hier in diesem Haushalt abläuft. Kommt mal mit, ich nehme euch nochmal mit. Junge, kommt mal rein. Hier ist ein Veganer. Hinter. Bench, das ist die Benchpress, die wir meinen. Fresher Haarschnitt gestern erstmal bekommen. Fresher Haarschnitt. Das ist meine Freundin Saskia. Sie wird heute der Chefkoch in der leitenden Ermittlung. Hier ist Vika. Und ja, jetzt haben wir gerade alles angekauft hier, was ihr hier seht. Ah, okay. Wir können ja zeigen, was ich nicht einkauft habe, sondern Saskia, Vika, Catrice und Arthur. Wir haben hier einmal für die Sushi, sehr wichtig, Shrimps. Die Sushi? Das Sushi. Ist ja egal. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, das oder diese. Klar, der. Ja, was, wie heißt es? Der, die das Sushi. Wie sagt das eh? So, dann Surimi, Six. Surimi. Dann haben wir hier Lachs, ne? Lachs. Dann haben wir hier Frischkäse. Dann als Beilage, sehr wichtig, Kimchi. Und wir machen auch heute Dattel-Sushi. Nein, Spaß, aber Datteln sind echt geil. So, guck mal, Willi. Sprossen gibt's safe. Achso, und hier eine Avocado. Und ohne Witz, gleich gibt's Kuchen. Das ist der allergeilste Kuchen, den es auf dieser ganzen Welt gibt. Den hat meine Mom gemacht. Ohne Witz, ich bin jedes Mal traurig, wenn wir nicht fünf davon haben, weil ich einen davon alleine essen könnte. Also ist ja eigentlich jeden. Ich bin immer traurig. Immer traurig, Freunde. So, hier wird gleich der Reis gebraten. Ja, ich lasse den Reis jetzt simmern. Was machst du? Den Reis simmern lassen. Ganz, ganz wichtig, 5 Minuten leicht simmern lassen. Mein Lieblingswort in letzter Zeit, Freunde. Aber ich habe es noch nie gegessen. Sujuk. Und hier eine kleine Story, warte. Wir waren nämlich bei der FIBO, bei Massimo am Stand. Da haben wir einfach zu ihm Sujuk die ganze Zeit gesagt, was macht er? Er schenkt mir einfach 1 Kilo Sujuk. Ich habe mich Schrott gelacht, als ich das unter anderem von ihm bekommen habe. Bester Mann. Jetzt probier mal. Stößchen, Benni. Boah. Nice, ne? Türken haben's drauf. Unnormal. Boah. Und Benni? Nice. Heftig, ne? Bro, aber so sitzt man eigentlich nicht, aber ist okay. Doch. Ja. Doch, also, hab ich immer gerade Rücken, weil sonst, weißt du, so kann ich nicht so machen. Junge, deswegen mag ich dich so, weil du so schlau bist. Zack, zieht euch das mal rein. Einfach knapp 400 Sushi-Rollen haben diese ganzen Kollegen gemacht. Danke. Diese Kollegin hat das auch gemacht. War mäßig. Freunde, wir haben sogar Sushi mit Sujuk. Zeig ich mal, wo.
Wo? Doppeln. Sucuk und Garnelen. Also Sushi mit Sucuk und Garnelen. Das gibt's auch nur hier, Freunde. Das ist. Nee, gibt's nicht im Laden. Ja, das gibt's nicht im Laden. Könnt gerne bei mir kaufen. Ja, willst du dann auch Bestellung aufnehmen? Ich verkaufe Schulbrote, wo so Sucuk-Sushi ist. Okay, perfekt, machen wir so. Neue Geschäftsidee, Freunde. Ich würde sagen, wir labern nicht zu lange. Arthur, was machen wir? Erdnuss. Essen wir mal. Übernächster Tag, die Sonne ist draußen. Gestern war es einfach, ich glaube gestern war es minus 2 Grad, hat geschneit, heute ist es 10 Grad sonnig. Nächste Woche soll es einfach 20 Grad werden, also der April ist echt ein Tag. Oder ein Monat eher gesagt, da stimmt der Spruch einfach, der macht einfach was er will. Und ich gehe zum Push-Training, es ist Sonntag. Und üblicherweise gehen wir ja sonntags nicht zum Training, aber weil wir am Montag nicht gegangen sind, haben wir noch nicht unsere 6 Einheiten drin. Wir machen momentan 3er-Split seit ein paar Monaten jetzt schon und fangen immer mit Pull an. Nee, mittlerweile fangen wir mit Legs an, am Montag eigentlich, dann Pull, dann Push. Sprich, heute ist Push, weil alles sich um einen Tag verschummert. Ich habe wieder im Zoom gefilmt, ich hoffe, man hat mich gesehen. Dann machen wir es nächste Woche wieder so, dass wir Montag anfangen, Samstag den letzten Tag haben. So wie üblich, sonntags ist eigentlich bei uns immer so der Chill-Tag, wo wir einfach nur zocken, lesen und nichts machen. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal ins Training. Aber ich glaube, ich habe im Kofferraum noch Arginin. Kommst du mal mit? Komm mal mit, willst du nicht erstmal Hallo sagen? Nee, Arginin ist erstmal wichtiger. Okay. What up, Bray? What up, Bray? Ich hab gerade erst Kaffee getrunken, ne? Ja? Ja, ich hab noch nicht mal ausgetrunken, ehrlich gesagt. Was soll das sagen? Dass der Booster gleich 8-mal heftiger zu mir da sonst. Damit kannst du was wie von wegen, ja, ich trinke nicht so viel Booster. Ich trinke. So, Freunde. Was gibt's da? Arginin? Vorsicht. Ja. Arginin-Kapseln. Nicht Kapseln, Tabletten. Und ohne Witz, Freunde, wir haben ja den BCAA-Pump-Booster bestellt. Und dachten dann halt, das ist ein Pump-Booster, weil vorne BCA Pump draufsteht. So, warte, erstmal Disclaimer. Immer erstmal die Ingredients angucken, bevor sowas drin. Ja, genau. Und wir haben es halt dann irgendwann gemerkt im Training, oh, hier ist 100 Milligramm Koffein drin. Also das war ja nach der genau. FIBO. Genau, das war nach der FIBO. Und dann waren wir gestern beim Training, dann guckt Arte sich nochmal die Inhaltsstoffe an, da ist noch so. War einfach zu krank, ja. War einfach zu gut dafür, dass man so denkt, okay, 100 Milligramm Koffein. Was ist, da sind noch über 100 Milligramm Guarana drin. Also Guarana-Extrakt wiegt auch wie Koffein, beziehungsweise es kickt quasi wie Koffein, nur später im Training. Sprich, erstmal kickt das Koffein und irgendwann Mitte des Trainings kommt dann das Guarana. Jawohl. Und deswegen ist das auch ein richtig geiler Booster, den wir uns jetzt auch machen würden, sage ich mal, oder? Ja, safe. Auf jeden Fall hat er irgendwas Freunde, heute steht Push Day an. Normalerweise machen wir immer von Montag bis Samstag unser Training. Ich aber hab vorhin gesagt. Ja? Krass, Alter. Auf jeden Fall machen wir heute 6er Reps, weil wir nach dem DOP-System trainieren. Wir haben einen Tag, wo wir eher höher mit den Wiederholungen sind und einen Tag, wo wir eher niedriger sind. Das ist unser Lower Rep Day heute quasi. Ich mache heute 105 Kilo Bankdrücken mit 6 Wiederholungen für 3 Sätze. Bockt. Ne, Willi? Bockt. Booster kickt wieder. Ja. Einfach nur unglaublich. Plus Kaffee. Easy. Und hoch, komm. Selber. Das. Ein Grinder. Junge, ja. Wenn ihr ein bisschen höher mit dem Gewicht für euch geht, macht das lieber nicht alleine, weil im Endeffekt, wenn ihr beim Benchen auf einmal unten seid und nicht hochkommt, ist nicht so geil. Ist nicht so schön. Wenn ihr alleine trainiert und ich sag mal ein bisschen mehr Gewicht nehmt für euch, dann macht auf keinen Fall die Klammern drauf, weil falls ihr mal failen solltet und unten seid, könnt ihr immer noch das Gewicht quasi nach rechts, nach links ballern und dann ich sag ist das Gewicht mal, quasi ab. Euch selbst retten. Auf jeden Fall am besten immer mit Spotter, wenn ihr ein bisschen höher mit dem Gewicht geht. Nächste Übung, Brustpresse schräg. Hier auch das gleiche. Schwieriges Gewicht, bisschen weniger Wiederholungen, aber natürlich jetzt nicht irgendwie überladen, sodass man irgendwie cheaten muss oder so, sondern schwieriges Gewicht, was man auch handeln kann. Und nur Gewicht, das ihr kontrollieren könnt. Thank you.
schön. Am heutigen Tag machen wir es übrigens so, dass wir mit einem höheren RPE trainieren. Also quasi wir lassen bei jedem Satz weniger Wiederholungen im Tank. Das machen wir natürlich nicht bei jeder Übung, dass wir so tief mit den Reps gehen. Auch nicht am B-Tag, wo der Fokus mehr auf der Kraft liegt. Hier haben wir zum Beispiel Fleiß, da machen wir 12 bis 15 Wiederholungen. Hier hat es einfach keinen Sinn, so tief mit den Wiederholungen zu gehen, weil man hier die Dehnung schön für die Brust holen will. Dasselbe ist auch bei Seiten so. Das machen wir auch so, dass wir ein bisschen höher mit den Wiederholungen gehen, auch wenn es am B-Tag ist. Also wir haben immer, sag ich mal, die Main-Lifts, wo wir stärker werden wollen. Und in den anderen Lifts wollen wir einfach, ich sag mal, wollen ein bisschen Volumen reinholen und unser Volumen pushen, das ist eine davon. Nach dem Training gibt es jetzt erstmal 60 Gramm Whey und zwei im Geschmack, ich weiß gar nicht, was das hat. Chocolate Brownie. Chocolate Brownie. Da sind einfach Schokostückchen drin. Ich dachte immer so, hey, was ist das? Ja, ohne Witz, letztes Mal auch. Ich trinke das so und dann haben sich unten ein paar abgesetzt. Ich habe das letzte Mal gemerkt. Ja, ich auch. Beim letzten Mal und dann, ja, auf jeden Fall, wenn ihr Whey bekommt, vor allem, ja, wenn ihr allgemein Whey kauft, auch bei Process, auch Cookies and Cream, erstmal immer schön durchschütteln, damit sich alle Substanzen schön vermischen. Solange es noch zu ist, einfach so. Bevor ihr das komplett aufmacht, erstmal schön so durchshaken. Schön, ne? Durchshaken. Wisst Bescheid. Und ja, den gibt's jetzt erstmal. Und dann wird noch ein Video zu Ende geschnitten. Dann, es ist jetzt gerade, ich glaube, kurz vor drei, wird schön Dota gespielt. Und erstmal die Challenge hochladen, Alter. Die Challenge, ja, Mann. In einer Stunde, ja. In zwei Stunden. So, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir irgendwas Cooles machen. Und so sieht das dann am Abend aus, wenn wir dann zum Dota-Zocken kommen. Hier, schön Dota an, natürlich Tageslichtlampe an, ist besser für die Augen, Freunde, glaubt mir. Da hinten ist auch eine. Hier sind Arthur und Massimo am Start. Hallo! Massimo ist gerade wahrscheinlich auf Klo. Massimo! Massimo ist zu cool, um irgendwas zu sagen gerade. Auf jeden Fall. Oder willst du noch was sagen, Massimo? Nein. Massimo ist schüchtern. Auf jeden Fall wird jetzt hier ordentlich gezockt. Falls euch interessiert, wie das aussieht, das ist so ein Game hier. Arthur ist hier vorne am Loslaufen und Shadow Demon. Ich bin Shadow Demon, Arthur ist Shadow Shimon. Freunde, ja, ihr merkt schon das bisschen. Ja, ist nicht so. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall wird jetzt gezockt und ich würde sagen, danach wird noch gegessen. Ja, danach wird safe noch gegessen. Was ist auch am Start? Ey, wie lange ist denn Story? Das ist keine Story, das ist für YouTube. Achso. Ja, wir sehen, wir gucken, was wir gleich machen.